Servus Leute, da sind wir wieder bei Second Wiki zum ersten Mal seit bestimmt 3 Wochen hier wieder, weil ich ja so an dem Drachen verzweifelt bin. Aber ich habe da einen Tipp von einem Zuschauer von uns bekommen, und zwar vom Ray, Super Rayman 001 war es, glaube dass man da noch irgendwie die Glocke schütteln muss oben. Und ja, ich werde es jetzt nachversuchen. Ich hoffe, es funktioniert, weil sonst verzweifle ich so dermaßen, dass ich das Spiel wahrscheinlich nie wieder anrühren werde. Schauen, ob ich überhaupt noch weiß, wie alles geht. Bei der Hitze ist eh schon schwer, sich zu konzentrieren. Wir haben bestimmt 35 Grad, gefühlt 100. So, erstmal muss ich ja das Feuer hier nehmen, ne? Ja, überspringen wir mal. Wir kennen es ja alles schon. Ich werde jetzt nicht so als bisschen noch 5-mal zeigen. Ich hoffe, die haben es gesehen, wo wir es hier anschauen. So, überspringen wir. Den Tipp können wir ja gleich runter tun, ne? Oder? Bin ich mir ganz sicher. Nee, ich glaube, ich will jetzt erstmal. Nee, ich will natürlich hinlegen. Und holen wir das zweite Feuer gleich hier. Irgendwie. Mein Ding backt ein bisschen um mein Cursor hier. Zeigt auf die Stellen, auf die ich nicht zeige. Ach, ups. Den blöden Schwanz da nehmen. Ich frage mich ja schon, wie lange es jetzt dauern wird. Welche alles schon kennen wird es wahrscheinlich. Sollte es funktionieren, wie das die Raymond gesagt hat, nicht länger als 10 Minuten gehen. Alter, was spuckt der? Ich bin da überhaupt nicht, aber bitte soll es recht sein. Also, das müsste hier runter irgendwie. Okay, zum Beispiel das Viech hier. Lass mich in Ruhe, ich hab nichts getan. Spuckt der auf mich? Ich bin nicht ganz sicher, der tut aber seinen Kopf so komisch rumzittern lassen. Ja, jetzt hat er gerade irgendwo hingespuckt. Aber anscheinend nicht auf mich. Oh, oder doch. Lass mich in Ruhe, ich hab nichts getan. Hier runter können wir nicht. Kann ich nicht so hingehen, dass ich das sehen kann. Das hintere und das mittlere runter eins, okay. Das mittlere gibt's aber gar nicht. Das kann nicht weiter runter. Aber einfach so. Einfach gut Glück. Das hat sogar gestimmt. Dann auf die andere Seite noch, ne? Und soll den eigentlich. Ach, die kann ich ja gar nicht mitnehmen. Im Kopf. Schauen wir mal, ob das irgendwie so war. Runter. Hoch. Nein, hoch, sag ich. Hoch. Ich drück. Weiter nach oben geht's nach unten, weiter nach unten geht's nach oben. Frag mich nicht warum. Okay. Das. Nein, ich habe mich auf dich geklickt. Wir haben uns überlegt, ob wir jetzt Lost Planet bald spielen sollen. Also. Bei wir meine ich natürlich nur das Zweier, also, weil die Grashti sind ja anscheinend nicht Koop. Ich habe das zweimal auf der PlayStation gespielt. Ja, was ist das? Nach oben oder nach unten? Nein, ich mach mal so. Weil, ja, wie gesagt, der Trailer sah ganz cool aus. Hab ich ja eigentlich gesagt. Hey. Sah ganz cool aus vom Dreier. Das haben wir gedacht, vielleicht spielen wir das ja. Kostet zwar wieder 40 Euro, aber. Ich mal ein bisschen was anderes auf dem Kanal. Weil wir ja nochmal. Das erste Mal. Wir haben schon seit längerer Zeit keinen Shooter mehr gehabt. Letztes war Call of Duty mit dem Andy, glaub. Ah. Ja, oder? Kommt drauf an. Ich will es hier natürlich nicht spoilern, wir haben zwar noch was, aber wie gesagt, das erzähle ich lieber mal anders, wenn ich das Projekt mal draußen ist. Wir haben an sich sehr viele Projekte im Voraus. Jetzt frage ich halt natürlich, ob das überhaupt sehr schlau ist. Weil mir ist heute aufgefallen zum Beispiel, dass wenn ich jetzt ein Video öffentlich stelle, was wir vor längerer Zeit schon hochgeladen haben, dann wird das nicht erst neu das Video angezeigt.
Und das wollen wir natürlich nicht. Was aber wieder komisch ist, weil wenn ich ein Video erstelle, was vielleicht schon vor einer Woche hochgeladen wurde, da sind dann schon neuere draußen sogar, das wird dann als neues angezeigt. Also keine Ahnung, wo da die Logik drin liegt bei YouTube, aber kann nichts machen dran. Ah, da drüben glänzt das, sehe ich gerade. Ich mir das holen soll, ich brauche ja wieder das Geld. Hier, schnell rüber. Bitte, lass mich nirgends reinpacken. Bitte, bitte, bitte. Weil ich weiß gut, da kann der wenigstens rennen und ich muss nichts machen. So, warten, es geglänzt hier. Sonst war auch hier links irgendwo, ne? Was ist hier? Ah. Wow. Das war viel Geld. Ah, okay, wenn ich mit dem. Ah, jetzt check ich das auch. Wenn ich mit meiner Glocke schüttel, dann wird der so aggro. Töte mich nicht. Bitte. Haben. Ja. Muss ich überhaupt noch überall Wasser herholen? Zweimal noch, glaube ich sogar. Aber hier. Ja, da noch. Wo ich noch eine Flamme irgendwo her. Ich zieh doch. Hier unten brauche ich auch noch eine. Ach scheiße, stimmt. Das muss noch eins hoch, glaube ich. Das ist ganz rechts. Geh hoch. Hallo? Nein! Ey! Ich schüttel das die Mii-Verbindung hier, aber nichts reagiert. Oh, gut. Okay. Nein! Was ist denn das für ein Rotz? Okay, tun wir das nochmal eins runter. Runter. Okay. Und vielleicht das hier nach oben. Aber ihr seid denn wissen, was hier gilt. Und jetzt geh nach oben. Okay, es hat schon mal gestimmt, aber es ist doch ein, zwei nach oben. Es gibt so keine Punkte. Hoch! Hallo! Danke. Yeah. Ich will nur den einen Typ da holen, der da rumkauert wie so eine Pussy. Ja, 100 Punkte von 60.000. So Pro-mäßig, Alter. Sehe ich ja gerade auch, dass der mich irgendwie killt. Lass mich. Bad. So, das letzte Feuer muss jetzt irgendwo herbekommen. Und bremsen nicht, das heißt, ich muss von drüben holen. Hallo, drücke drauf doch. Danke schön. La la la, das sehe ich mir nicht, ich tue gar nichts. An sich aber, meiner Meinung nach, leichtere Endgegner, also an sich der Endgegner schlechter als der Eisgegner, finde ich. Weil da ist schon öfters gestorben hier, wenn man weiß, wie es geht. Ist hier eigentlich schon einfacher. Also wäre es natürlich auch mit dem Eistyp wahrscheinlich einfach gewesen, wenn man nicht wusste, wie es geht. Aber man stirbt nicht so oft. Obwohl ich glaube auch ein paar Mal jetzt hier verreckt bin. Das, wie ich mich erinnern kann. So. Und jetzt müsste es ja fertig sein. Jetzt muss ich hier nach oben gehen. Meine Glocke schütteln. Ich schüttel doch die Kackbeulen. Yeah. Danke, Ray. Super, Raven. Danke, du bist ein Gott. Endlich. Jo, ich bin Drache. Ich bin unbesiegbar. Ausmann leert mir ungefähr 100 Liter Wasser auf den Kopf. Okay, vielleicht mehr 1000 Liter. Aber trotzdem, was ist denn das? Ich stirb einfach drauf Wasser. Oh, das gab 100.000 Punkte. Wie sei. Weiter. Ich dachte schon, der killt mich jetzt so irgendwie, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder so. Kannst du nicht irgendwas?
Hast du doch richtig gesehen. Hehe. Boah, das gibt viel Geld diesmal. Fast 800. So, ich bin die Schatztruhe, ich bin noch. Jetzt bei ich werde irgendwo gleich rein. Rede. Ade, schöne Welt. Geht's hoch. Da hinten ist sie. Na. Ja, damit. Oh, ich bin so froh. Ich bin so froh, endlich ist das vorbei. Blöder, dummer Drache, Alter. In allen 10 Minuten. Ein Wunder. Juhu! Und ich habe eine Nachricht ins Ziel bekommen, sehe ich gerade. Aber ich kann nicht nachschauen. Abschnitt abgeschossen. Und wir kommen in eine neue Welt. Sky Star, was ist du? Ah, die macht da kommt doch noch was zwischendrin, oder? Ja, wir sehen es ja jetzt gerade. Also bis gleich, hier halt bis raus. Haha, du hast eine ganz schöne Glückssträhne, Zack. Und wohin jetzt? Der alte Johnny bringt euch genau dorthin, wo ihr hin müsst. Ja, das kennen wir ja schon irgendwo her. Wow, das kann nicht sein. Ich hab hier echt ein scheiß Bordkanon. Ich hab hier so ein hässliches Schiff. Anhalten, Seehasen. Wenn ihr euch bewegt, schieße ich. Ey, du schießt doch schon auf uns. Ja, das sieht irgendwie ziemlich vertraut aus, die Szene. Wieso verschlangen die nur mich? Ach, nehmen nur die Karte mit. Ich dachte gerade. Hoho, das muss die Schatzkarte sein. Erstklassige Arbeit, Matrose. Der nächste Schatz gehört mir, verlasst euch drauf. Hohoho. Gehabt euch wohl, meine Herren. Ahoi, Zack. Ich weiß schon, wo wir als nächstes hin müssen. Rache ist Blutwurst. Los geht's! Yeah. Super Genie, ja. Das könnte sein. Schade, kein neues Plakat. Wanted Plakat von mir. Und da kommt alles wieder Schatz her. Ja, weniger Daumen, mehr Schätze bitte. Ja, Ladung, bla bla bla. Ich dachte, das ist Scheiß. Ja, das zwei dann. Ich habe noch nicht den Unterschied verstanden zwischen blau und normal. Die Karte, das ist ein Chilion. Keine Ahnung, was ein Chilion ist. Aber wir tun mal gleich den nächsten Abschnitt auswählen, würde ich sagen. So. Ja, ja, hau du mal ab. Oh, ich hab 1000 Geld. Ja, jetzt ich mal. So springen. So, ich weiß nicht, bin mir ganz sicher, soll ich mir so blöde Puppen kaufen? Ich bin ja der Zuversicht, dass ich nicht mehr sterben werde. Okay, kriegen wir das nächste gleich, wie es aussieht. Ah ne, das ist das Schiff von denen, oder? Luftschiff. Fehlt aber im Eispalast fehlt noch eins, ja. Und das will ich ehrlich gesagt nicht machen. Bisher. Aber ich muss es ja machen, ne? Ich brauche die Teile sowieso. Ja, ich glaube, ich mache lieber das im Eis, halt die Operation Eroberung, weil ich weiß, ging die ziemlich lang oder war nervig. Ich glaube nicht, dass ich das noch in 60 Minuten hier hinbekomme. Ja, das steht immer dran irgendwie. Bei der Ladebildschirm kann ich mir was anderes erklären. Okay. Kronleuchter. Was rennt denn unten nach dem Wildschwein? Okay, ich sehe ihn da oben. Frosch, kann ich den von hier aus schon treffen? Nein. Kann ich da hoch? Ja. Oh Gott. Nee. Nee. Nie im Leben. Heute nicht. Kann ich da dagegen hauen? Okay, scheint nicht zu Hause sein, bitte Vorstellung zu schlagen. Und es gibt wieder Punkte abzuplatzieren. Ich will das Musik nicht machen, auch wenn ich weiß, dass ich das hier letztes Mal geschafft habe. Ah, okay.
Okay. Schau mal hier, oder? Ey, bist du in Rage. In Rage vor allem, dass er uns gar nicht bemerkt. Wenn er so bleibt, wird er nicht bald die Glocke hören können. Das heißt, er wird sich auch nicht in ein Objekt verwandeln. Wir müssen ihn irgendwie aus Gefecht setzen. Dann können wir ihn dazu bringen, die Glocke zu hören. Ah. Okay. Fuck. Okay, ich sehe einen Maulwurf oder so, glaub. Das war kein. Ach, das stimmt, FPN. Was ist hier drin? Eine Schlange bestimmt. Ja, das war klar. So, naja, ich will das Ding erstmal nochmal aufgreifen. Bis da reinwerft die. Nein. Okay, scheint alles nichts zu nutzen, aber ich will hier, ich glaube, es gibt noch mal Punkte, das ist bestimmt wieder der komische Typ drin. Ja, auch nicht. Aber Geld. Und Geld schaffen wir gut. Frage ich das mal, kann ich jetzt mit dem Ding hier machen, erstmal. Kann ich da irgendwie was machen? Aber anscheinend nicht. Aber unten fährt es was, ich gerade. Jetzt müssen wir an dem eben vorbeikommen, ohne gerade gekillt zu werden gleich. Oh. Das sieht auch aus wie irgendwas drin oder so. Okay, schon ein Schirm, aber es bringt. Alter! Hört auf, der Kacke! Alter, hört jetzt auf! Okay, was bringen wir blöde Regenschirm? Kann ich dann vielleicht das hier irgendwie öffnen? Anscheinend nicht. Kann ich da irgendwas machen, damit wenigstens. Warte, ich hab eine Idee, Wenn ich das Schlangenteil hier nehme. Oh. Ich glaube, ich kann mich hier noch sogar dran erinnern, einigermaßen. Und das hier irgendwie hier unten so hinleg. Ja, genau. Hier geht's mir hier rein und scheucht den Frosch irgendwie raus oder so. Gut gemacht, yeah. So, jetzt kann ich meinen Froschbomb hier benutzen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt da runter muss. Oder hoch zu dem Berg. Okay, das funktioniert so nicht. Okay, okay. Ah, warte, dann kann ich vielleicht die Bombe. Ja. Oh, so geht's natürlich auch. So, jetzt habe ich das hier. Den brauche ich auch wahrscheinlich. Den muss ich in das Maulwurfteil reinstecken. Bin ich der Meinung. War nicht ich. Wart, ich. Ah ne, kann ich ihn da hoch, okay. Wenn ich den jetzt hier hinstelle, dann tippt er noch durch. Jo, der Bär ist einfach aus dem Weg. Ah, aber ich kann wahrscheinlich mit dem Hammer das Teil runterhauen. Okay, also erstmal hier rein damit. Tschüss. Jetzt hol ich mir den komischen Schweinehammer da.
Vielleicht den da hoch. Ja. Ich merke das Gefühl, dass ich das hier runterbashen muss. Mit dem. Bäm! Ja, das ist irgendwie klar. Hä? Ich hab gedacht, das mache ich, dass der Typ da nicht mehr durch kann. Ah, mit dem tue ich wahrscheinlich noch. Irgendwie den. Das ist ein Teil da aufmachen. Zack, der kommt auch nicht mehr raus. Jetzt gehen wir auf die andere Seite, holen uns das hier. Oh, kannst du nicht lernen, oh du Langmusch. So, mit dem Zapfen kann ich jetzt wahrscheinlich da drüben aufmachen. Ach, das ist nicht sick. Ah, aber es wird ja mal auf dann. Kein Schimmer, Alter. Und das kommt doch jetzt hier rein, oder? Nee, auch nicht. Ich brauche wahrscheinlich doch noch den Maulwurf irgendwie. Nein, ich muss hier hoch. Ah! So. Sauer, ey. Meine Arbeitsstimme. Ich werde eh schon krank, das mache ich gerade. Stirb! Bäm! Jo, voll logisch, wie auf was auf den Kopf bekommt, einfach so einen Meter nach oben rausfliegt. Aber egal. Sollte ich immer noch einen Hasen. Ah. Da kann ich mir schon vorstellen, für was der Eiszapfen gut ist. Komm her, Eiszapfen. Kombinationsfähigkeit ist heute ausgezeichnet. Kann ich mit dem da hoch dort? Nein, war klar. Ach, warte. Oh. Ja, Mann. Keine Ahnung, was der gerade bekommen hat, aber egal. Okay. Und jetzt tut ihm wahrscheinlich das auf den Typ da unten werfen. Ach, und einfach so machen. Ja, ja, Bruder. Ich wollte aber was auf den drauf werfen. Was ist denn der blöde Eiszapfen gut? Also der zweite meine ich jetzt natürlich. Egal, ich baue jetzt erstmal da drüben eine Runde. Lalalala. So, hier. Nein. Ich verstehe aber immer noch nicht ganz, wofür die Fledermaus gut war. Und der Eiszapfen auch, keine Ahnung. Kann ich das jetzt sägen? Anscheinend nicht. Dann verstehe ich auch nicht, wofür die Säge gut ist, ehrlich gesagt. Vielleicht kann ich. Bombe oder so? Taschen kann man es ja mal. Hallo, ich hab wieder hoch. Schneller! Wie sie kommt noch. Ich geh mal weg. Okay, vielleicht. Vielleicht werde ich den Bohrer nehmen und dann Loch bohren und dann das explodieren lassen und dann vielleicht das ansägen.
complicated, Mann. Zum Glück habe ich das nicht gemacht am Anfang, hier ist natürlich schon lang weg. Go! Oh, das Fledermausgeräusch ist mega nervig. So. Okay. Bringt's irgendwas? Nein. Wieso nicht? Doch, jetzt hat. Und jetzt die Bombe rein. Okay, das sieht nach halbwegs was logischem aus. Logischem natürlich. PC, nicht gut. Ihr Hund schmilzt. Brettspiele sind, glaube ich, nicht so meins, Mann. Jetzt hat, komm. Hä? Flieg jetzt da rein und gebe ich auf die Nerven. Vielleicht doch nochmal bohren oder was? Ach nee. Ah, okay, jetzt da check ich's. Ich hole mir jetzt den Eiszapfen, hau ihn da rein, dann schlage ich mit dem Hammer da drauf. Boah, ich mach eben den Hammer. So. Du halt jetzt mal ins Maul. So, bitte pack nicht irgendwo rein. Ich beobachte dich, Mann. So ist gut, so ist gut. Trotzdem würde mich echt interessieren, für was ich den Schirm brauche. Und die Säge dann. Für die Säge scheint mir jetzt irgendwie vollkommen nutzlos zu sein. War jetzt so viele Punkte da vielleicht. Bäm. So ist gut. Jetzt den haben wir noch. Vielleicht die Bombe. Oh doch, die musste ich haben, um das Bildschirm zu explodieren zu lassen. Sie kann ja echt den Hammer so voll locker tragen. Und den komischen Bohrer da immer so schleppen. Stehe ich hier. Boah, ich jetzt erstmal noch die. Alter, ich brauche echt hier jeden Scheiß, glaube ich, um das Ding runter so fliegen zu lassen. Ah! Ah! Schneller! Wird alles verwendet, was man jemals irgendwie hatte. Der Maul war, ich glaube, zum ersten Mal hier sogar. Das fühlt schon auch. Und es gibt wieder viele neue Schätze. Vielleicht kriegt er auch ein neues Wanted-Bild. Das wäre natürlich cool. Bitte. Ja. Endlich. Oh Gott, jetzt muss ich auch echt da ansägen, oder was? Und die Säge habe ich hier irgendwo in der Nähe. Da muss ich noch eine Bombe reinhauen, Mann. Ja, jetzt kann ich doch sehen, oder? Ja. Wow! Mein Stuhl quietscht mega! Klar, als würde es an so einem kleinen Stück noch hängen. Krach! Einfach runter! Oh, und gerade 30 Minuten haben wir. Yeah, fantastisch, schon 50.000 Punkte. Obwohl ich da echt voll aufgefällt habe dran.
mal abzugeben sollte. Aber mir soll es recht sein. Auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe, für was der blöde Sturm jetzt gut war. Neues Teil und vielleicht neues Wortbild, wer weiß. Das ist das Hüfte, oder? Links oder so. Okay, oder nicht? Es sind nur 4 Teile. Nicht schlecht, ne? Ja, schau mal, das ist noch viel Schätze. Super Genie. Ja, neues Wortbild und ich bin in Farbe. Wie es glaube letztes Mal schon war. Ich fand die gezeichneten ehrlich gesagt cooler. Also Leute, wir haben jetzt hier wieder die 30 Minuten Marke geknackt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, bis zum nächsten Mal halt.